Hi-ho und willkommen zurück bei Bomberman. Wir sind im Level 1-6 angekommen. Haben hier erstmal eine schöne Kettenreaktion ausgelöst. Und auf den muss ich aufpassen. Ja. Dann bombe ich mir hier mal hoffentlich Items frei. Was war hier oben noch? Hier war ein Tor. Okay. Aber ist leider nichts drin gewesen. Naja. Gehen wir schön hier hoch. Was haben wir hier? Hier haben wir die Tür. Die treffen wir zum Glück jetzt nicht. Ah, schade. Es wäre so schön gewesen, wenn da schon der erste Treffer war. Gewesen worden wäre. Tutti. Und... habe ich dich erwischt? Ja, da war das Explosionsgeräusch. Lösen hier noch eine schöne Kettenreaktion aus. Und hier den letzten Schalter. Und damit können wir auch durch die Tür gehen. Wuhu! Und machen wir jetzt weiter mit Level 1-7. Oh! Das ist schon der Endgegner. Ah, das waren die Magnetbomben, oder? Haha! Ui, da hätte ich mich beinahe selber getroffen. Aber hier ist doch irgendwo... das war knapp. Haha. Nun, das war der letzte. Aber diese Truhe öffne ich auch noch kurz. Und da ist nämlich das Herz. Das habe ich gesucht. Und dann machen wir weiter mit Stage 1-8. Und versuchen jetzt hier dem Endgegner etwas entgegenzusetzen. Ich habe genügend Bomben. Das ist sehr erfreulich. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht selber reinrenne. Und? Schön runter. Erwische ich dich? Ja. Bleib stehen, schlag zu. Ja. Nee, da erwische ich dich nicht. Aber damit könnte ich dich schon besser treffen. Ja, und... wahrscheinlich ist das jetzt der letzte Treffer. Ich habe nie mitgezählt, wie oft ich treffen muss. Ah, doch noch nicht. Aber er wird ja immer grauer und grauer. Und... das war der letzte Treffer. Damit hätten wir ihn besiegt. Ja! Jo. Na. Und das erste Schiff explodiert. Und damit machen wir weiter mit dem zweiten Gegner. Wir kommen im Level 2-1. Die ging aber jetzt schnell wieder. Und nein! Oh, habe ich das Herz noch? Ja, zum Glück habe ich das Herz noch gehabt. Hm.
Naja, was kann man zu dieser Stage gerade so großartig sagen? Aua, da klettert mir eine Katze auf meinem Schienbein herum. Achso, die Tür geht noch nicht auf, wenn hier noch ein Gegner rumläuft. Ja. Das ist mein letztes Leben. Also wir sehen ja schon mal, hier sind so Feuertonnen, oder da muss man ein wenig aufpassen, weil die sich einfach wieder entflammen. Man sollte auch möglichst nicht in den eine Bombe in den Feuerkessel werfen, weil dann halt immer der Bereich unten, dieser Bereich hier, wo ich jetzt drauf langlaufe, aber entflammt wird. Es kann nützlich sein, aber oh, waren das jetzt die Stachelbomben? Ja, ich habe Stachelbomben. Jetzt muss ich selber groß aufpassen. Weil die Stachelbomben, die gehen ja durch. Gut, hier gehen sie nicht durch, weil das feste Sachen sind oben und unten. Aber durch die ganzen zerstörbaren Dinger gehen, geht die Explosion jetzt weiter. Und damit hätten wir das Level, die Stage auch abgeschlossen und gehen weiter in Stage 2.2. Wow. Nee, schade. Ha, den habe ich erwischt. Aber ich weiß nicht, was in diesem Level besser ist. Ich bleib jetzt erstmal bei den Stachelbomben. Und dadurch konnte ich den zum Beispiel auch schon so super besiegen. In welche Richtung? Wenn du da bleibst, habe ich kein Problem damit. Ich weiß übrigens gar nicht so genau, was das zu bedeuten hat. Ich weiß, da kann ich keine Dings drauflegen. Ach so, den muss ich aktivieren, um die Blöcke hochzukriegen. Jetzt kann ich den auch verschieben durch eine Bombe. Okay. Und damit geht das jetzt noch? Ja, jetzt aktiviere ich noch schnell den Ofen zum Schluss, wenn es eh keinen mehr interessiert, und gehe durch das Tor. Und sagt damit auch erstmal Tschüss für heute. Ende.